Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Robocraft. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, Robocraft ist ein Spiel, wie man sieht, mit Waffen. Ich habe das früher mal gespielt, habe es inzwischen wieder angefangen, habe dann also ich war früher noch Level 1, ich habe wirklich nur ganz, ganz kurz gespielt, habe jetzt angefangen, bin jetzt Level 6 und habe gedacht, wie wäre es, wenn wir das dann mal in einem Let's Play spielen? Das gefällt anderen Leuten sicherlich auch. Mir fällt gerade ein, dass man hier die Qualität hochstellen. So, und zwar, was man hier machen kann, ist, man baut sein eigener Roboter und kann damit dann in die Schlacht gehen und kämpfen. Und da ich das halt das eigene baut, ist es halt viel, viel cooler, weil man kann. Ups. Man kann halt, ich muss wieder Timer stellen. Man kann halt sein eigenes Gebilde kann man dann verbessern, erweitern, cooler machen. Und das hier ist den ich so gebaut habe. Der ist hier, ich kann ihn mal erklären. Der haben wir hier MK2 Kanonen. Also die schießen, wenn man klickt. Und MK2 bedeutet, sie sind Klasse 2. Also es gibt die einfachen, die sind nicht so gut. Und die Zweier, die sind halt besser. Dann habe ich hier diese Steine da. Die sind hier. Die sind ein bisschen schwerer als die weißen, halten aber um einiges mehr aus. Die schwarzen sind viel, viel schwerer, da fährt das Auto dann ziemlich langsam, halten auch relativ viel aus, aber nicht so viel wie die. Das heißt, die sind leichter und halten mehr aus, von daher sind die eigentlich am besten, um das Auto zu bauen. Die kriegt man aber erst ab Level 3, glaube ich. Dann habe ich auch noch Mark 2 Räder, also nicht die einfachen, sondern die richtigen guten. Die beppen auch hier unten dran. Steht eigentlich hier doch. Dann habe ich zwar auch noch drei Thruster, die habe ich aber nicht dran, weil die bringen eigentlich nichts, wenn man auf dem Boden ist. Wenn man auf dem Boden fährt. Dann hätte ich noch Plasma-Launcher, aber die sind irgendwie nicht so toll. Und Enemy Radar habe ich noch drauf. Das kann ich euch später dann im Spiel erklären. Sagen, wir fangen gerade mal an. Müssen wir immer ein bisschen warten, bis man im Server zugewiesen wird, beziehungsweise in der Lobby zugewiesen wird. 14 Sekunden Average Wait Time. Ich hatte schon mal, dass es bei 2 Sekunden die Average Wait Time ist. War tun. Weil es halt jetzt ist abends, jetzt spielen viele Leute und es geht immer höher. Ah, okay. Jetzt sehen wir da gerade, da steht bei einem plus 105 bei dem hier. Das bedeutet, der ist ein Premium-Spieler und da ich das R mit dem Game ist, bekommen alle anderen auch plus 5%. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel 5 Premium-Spieler mit dabei sind, bekommen alle Premium plus 125%. Also voll geil. Also, dass die anderen auch einen Vorteil haben, nicht nur die Premium-Spieler. Aber der hat halt extrem großen Vorteil. So, und wir müssen jetzt versuchen, das hier sind unsere Leute. Die spielen mit uns. Das ist. Ja, babbel doch einfach. Das Teil dort hinten ist unser Nexus sozusagen. Den müssen wir verteidigen und müssen zu dem anderen hinfahren. Zu dem. Upsala, zu dem roten da. Auf der Karte. Und rechts seht ihr die Karte. Und wenn wir dort drauf sind und kein Gegner da ist, dann seht ihr oben da die Leiste, die wird dann voll und wenn die ganz voll ist, haben wir gewonnen. Oder eben die Gegner. Und solange jemand drauf ist, geht eben die Leiste voller. So. Ich glaube, hier haben wir auch schon die ersten Schüsse. Lass mal Horror spotted, okay, hier. Dann werden wir mal schießen, noch treffe ich nicht, jetzt treffe ich. Sehen wir, wenn das rote Kreuz kommt, dann bedeutet das, dass ich treffe. So, den haben wir schon mal nieder. Dort unten ist noch einer, den hole ich mir gleich noch. Oh mein Gott, sind hier viele. Das sind etwas viele Leute. So. Lebe ich noch? Ich lebe noch, okay. Weil es ist mit Rechtsklick kann man so ranzoomen. Und was der da gerade macht, ist F. Der drückt F, das bedeutet Flip. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel auf dem Kopf ist, drückt man das. Also wenn man falsch liegt und dann wird man wieder Alignment, dann wird man wieder also die gerade gestellt. Das ist ganz geschickt. So, jetzt sind wir eben dort drauf. Jetzt macht es Piep Piep. Und rechts oben seht ihr, wie die rote Leiste voll geht. Also in der Mitte, wie die immer voller geht. Ich fahre jetzt aber mal zu unserem nach Hause, da ich mir denken kann, dass die jetzt gleich kommen und unsers am Arsch machen wollen. Aber wir sind eindeutig in der Überzahl. Also wir sind gut dran. Wir werden so gut wie gewinnen. Weil wie ihr schon seht, rechts die roten sind 3, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir haben nur einen verloren, also wir werden gewinnen. So, jetzt habe ich gerade eben Q gedrückt, das bedeutet, ich habe ihn gespottet. Ja, ich bin am Arsch, weil er einfach zu gut war. Der hat einfach ein zu hohes Level, da seht ihr auch die roten.
Dinger, die roten Plakate da dran, die sind richtig dicke, also ist richtig dicker Schutz. Dagegen habe ich keine Chance. Das ist ja auch jetzt gerade eben wieder repariert. Ist echt ziemlich hoch. Und ich habe den eben gespottet. Jetzt haben wir gewonnen. Habe ich eben gespottet, damit die anderen wissen, okay, der ist dort. Mit Q kann man die spotten. Und man bekommt natürlich noch mehr Geld. Money. Eben mit Geld kann man sich dann eben mehr Cubes kaufen. Und mit diesen Cubes kann man dann, das ist normal, dass es immer so hängt. Was allerdings nicht normal ist, dass Robograph dann abstürzt. Ja, es ist einfach abgestürzt wegen Screen Resolution. Scheiß. So, ich habe kurz den Ladebalken übersprungen. Jetzt sehen wir hier Hero Bonus. Ich bekomme hier alles Mögliche, weil ich habe zuerst ein Geld bekommen, weil ich eben mitgemacht habe und dann Hero Bonus, weil mein Team gewonnen hat. Also Held Bonus. So, hier sehen wir jetzt eben mein Fahrzeug. Ich werde, wenn ihr Bock habt, baue ich mal nochmal selber eins, wo ihr dann wirklich alles seht, wie ich es aufbaue. Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben wollt. Und wenn nicht, dann tue ich einfach nur an dem hier ein bisschen weiterbauen. Was ich jetzt auch machen werde. Und zwar seht ihr hier, ich kann eben hier Blöcke setzen. Irgendwann habe ich nicht mehr genügend, dann kann ich die hier im Cube Depot nachkaufen. Allerdings kann ich auch nur bestimmte Anzahl von Blöcke hier in diesem Bay ranklatschen. Und zwar 480. Und seht ihr links oben bei der CPU, das bedeutet das hier. Und wenn ich halt 480 hab, dann, und je höher ich halt im Level komme, desto mehr kann ich setzen. Ich glaube, bei Level 1 könnte man 425, inzwischen kann ich 480. Und, ja, das hier ist eben so mein Gefährt. Hier sieht man eben, ich habe insgesamt 6 Räder, habe hier einmal eine Querstange durch, dann ist hier mein Pilot-Seat, wo ich drin hocke. Dann habe ich hier einmal eben noch eine Decke und dann hier die Kanonen drauf. Die habe ich eben so hochgestaffelt, damit die sich nicht gegenseitig abschießen, sonst bringt das halt nichts. Jetzt gehen wir mal Fight und gehen wieder rein und hoffe, dass ich, wenn ich jetzt zurückgehe, es nicht abstürzt. Das wäre echt nett. Naja, ein Versuch ist es wert. 17 Sekunden, also geht immer höher. Jetzt haben wir wieder ein Premium im Team. Premium-User und deswegen bekommen wir wieder plus 5. Das ist natürlich gut. Teleporting Players aufrichten und let's go. Ah ne, noch 14 Sekunden warten. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Sie können eben mal die anderen Gefährte beobachten, wie die so aussehen. Der hat da eher ein kleineres. Ich hatte eher ein großes, eher so ein Klotz auf Rädern, aber dafür sind meine Räder geschützt. Das ist auch ganz geschickt. Lol, der sieht richtig heftig aus. Joa, übertreib. Sieht mal richtig heftig aus. Naja. Bam. Alter, aber der ist ganz schön langsam. SMG Hover spotted. Real Tank spotted. Oh, Real Tank spotted. Okay, dort sind anscheinend ein paar. Oder. Oh! Au! Gut, der hat ein bisschen SMG was von mir am Arsch gemacht. Nein, mich machst du nicht nochmal. Dort oben ist nämlich einer. Okay, ich tue mich da mal nicht einmischen. Der hat zu starke. Wie heißt es? Der ist zu extrem stark. Okay, ich hab nur noch eine Knarre. Ne, ich habe sogar noch mehrere Knarren. Aber ich bin so gut wie am Arsch. Okay, er ist aber auch am Arsch. Okay, jetzt mache ich eben das, dass ich mich wieder gerade drehe, aber der wird mich kaputt machen. Der wird mich am Arsch. Ja, ich bin kaputt. Ich habe jetzt nämlich keine Knarre mehr. Ich bin zwar noch am Leben, aber ich habe keine Knarre mehr. Yay, ich habe noch ein Rad. Jetzt bin ich kaputt. Gut, jetzt gehe ich back to Mothership. Also bei mir sind die Sounds extrem laut. Ich hoffe, die sind bei euch nicht so laut. Ich habe auch gerade eben, habe ich mit ein paar anderen Leuten bei mir aus der Community im Forum Spiele gespielt. Auch ganz cool. Ich bin eine Testaufnahme. Ich bin mal wieder aus diesem beschissenen Spiel geflogen. Beziehungsweise die Aufnahme. Weil irgendwie mag er nicht die Aufnahme, während ich spiele oder tausche oder was auch immer. Auf jeden Fall mag er es nicht. Und jetzt habe ich es mal gemacht, dass ich nicht Fullscreen bin und auch nicht die 1920 auf 1080, sondern 1070 auf 1000 Auflösung habe. Dann, das bedeutet, für euch wird sich nichts ändern, außer vielleicht eventuell ein bisschen die Qualität. Bei mir ändert sich, dass ich meinen Desktop sehe und ja, nur noch ungefähr
Ja, okay, und links und rechts einen Rand habe. Also, dass ich eben nicht mehr Fullscreen habe. So ein bisschen kleiner. Ja. Ich hoffe, dass er dann nicht abstürzt. Wenn ja, dann ist halt beschissen. Dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Korrekt. Lol. Ja gut, alleine kriege ich hier jetzt auch nicht lang fahren. Ah, okay, gekommen mit. Nice. Irgendwie sind die langsam richtig dick, die Fahrzeuge, die hier haben. Ist fast unschaffbar, hier anzukommen. Früher war das noch so easy, da hatte ich immer dicke Dinger. Ich muss sagen, so schlechte habe ich ja jetzt auch gar nicht. Ja, komm schon! Der hat ordentlich Licht. Oder hat schon Schaden bekommen? Toll. Okay, da ist einer. Bomber. Plasma Bomber. Lol. Aber ich habe ihm wieder Q gedrückt. Das bedeutet, ich habe ihn gespottet. Au, 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 au. Ich muss weg, ich muss weg. Okay. So habe ich jetzt nicht weg gemeint, aber okay. Ich muss dort irgendwie jetzt wieder hochkommen. Jetzt kann ich mich wenigstens von hinten anschleichen, das ist auch gut. Geil. Sauber. Die haben wir alle. Ich habe ein paar Kanonas verloren, aber das werde ich überleben. Ich glaube, das andere Team haben wir so gut wie ausgemetzelt. Au, jetzt hat er mich bemerkt. SMG Cruiser spawned. Jetzt habe ich ihn im Arsch. War dort unten nicht gerade eben noch einer? Nope, anscheinend nicht mehr. Sollte ich dann theoretisch. Ah, dort oben ist einer. Auch durch mein Enemy-Radar sehen. Von daher. Jo, wir belagern schon der ihr Ding. SMG Cruiser spawned. Komm schon, ich muss ihn niedermachen. Ah ja, locker. Da merkt man einfach, dass ich die stärkeren Kanonen hatten. Dass ich die stärkeren Kanonen hatten. Oh, 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 oh. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir werden gewinnen. Okay, wir haben gewonnen. Nice. So, jetzt bitte. Sag mir, dass du jetzt nicht abstürzt. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Er hat's überlebt. Endlich. Okay. Als VIP hätte ich jetzt 1038 bekommen. Egal, ich habe genügend Geld. Ich bin Moneyboy. Ich habe hier 5454. Mir fehlt nur ein CPU und das bekomme ich, wenn ich ein höheres Level krieg. Tun. Yep. Sagen wir, gehen dann direkt in den nächsten Kampf. Damit wir mal nächstes Level kriegen. Ihr müsst eben mal in die Kommentare schreiben, ob ihr haben möchtet, dass ich ein eigenes Roboter-Gedöns baue. Also eins, wo ihr wirklich jeden Block mit Dings. Das werde ich noch was Abstrakteres bauen, als ich hier habe, weil das ist ja wirklich einfach nur ein Klotz. Ich meine, ich bin ziemlich stolz auf den Klotz, weil er mir schon oft. Ja, nee, okay, das ist irgendwie. Hat mir nicht das Leben gerettet oder so, aber ich mag den irgendwie. Der ist irgendwie ganz schön. Dann vielleicht auch mal die Plasma-Kanonen, die eben so schießt und dann boom explodieren. Oder doch lieber die Kanonen hier, weil ich muss sagen, mit denen spiele ich am liebsten. Die Plasma-Kanonen, dann kannst du wieder so lange nicht abfeuern und so. Das ist dann wieder nervig und ja. Der fliegt einfach nur einmal um die. Ich kann ja mal einen Fliegender machen. Vielleicht wollt ihr mal einen, der fliegt. Das wäre auch kein Problem. Ich habe inzwischen ein hoch genuges Level, damit ich fliegende Dinger machen kann. Das wäre auf keinen Fall. Ey, gibt's das? Scheiß Brücke. In der Brücke bleibe ich irgendwie immer so ein kleines bisschen hängen. Das wäre kein Problem. Das benötigte Level dafür habe ich. Also ich kann so Hover-Dinger machen, damit ich so fliegen kann. Das wäre no problem. Ich mache ihn nieder. Okay, der hat ein großes Schild. Ja komm, stell dich mal vor mich. Okay, jetzt hat er Schiss bekommen. Gut, ich habe nur noch 4 Kanonen, aber egal. Und nur noch 2 Räder. SMG Hover Spawn. Scheiße!
Gut, ich kann so gut wie nicht mehr lenken. Genau dafür benutzt man das eben, dass man sich wieder aufstellen kann. Nein, ich kann nicht mehr lenken. Okay, ich schaff's. So. Und jetzt? Nein, 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 nein! Okay, nein, böse. Dort oben ist einer. Einfach alles anklicken. Ja, komm, ramm mich einmal um. Komm schon! Nein! Hier, ich kann einen abschießen. Und zwar nur noch ein jämmerlicher kleiner. Ups. Oh, okay, wir haben verloren. Egal. Man darf nie aufgeben. Bitte wieder nicht abstürzen. That would be nice. Nice. Das wird dann aber jetzt auch die letzte Runde. Dann schaffe ich auch vielleicht Level 6 und dann können wir in der nächsten Runde weiterbauen. That would be nice. Wie lange brauche ich denn noch zu Level 6? Was kann ich eigentlich hier unten sehen? Ah, okay. Okay. Fight. Bin gerade am Verrecken. Okay, wie man vielleicht merkt. You are entered for a battle. The battle. Meh. Und jetzt haben wir eben zwei VIPs im Spiel. Jetzt bekommen wir plus 10%. Teleporting Players. Zack, zack. Und wir sind im Spiel. In 12 Sekunden geht's los. Okay, die zwei VIPs sind im gegnerischen Team nicht so geschickt. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Wir rasieren die. Vor allem sind in einem Platoon. Oh. Ja, Platoon ist so wie eine Party, so Friend-Gedöns. Und ja, wo Alter ist der schnell im Fliegen. So ein Auto können wir auch bauen. Ein paar Booster hinten dran bauen und dann BAM! Das heißt, so ein Auto, so ein Roboter. So. Au. Was versucht der da? Versucht er da hoch zu fliegen? SMG Hoverspot. Alter, wie spotten die den von so einer Entfernung, Alter? Respekt. SMG Hoverspot. So, den habe ich jetzt gespottet hier. Okay, well done, you reach level 7. Geil. Au. Au. SMG Hover Spotted. Oh. Okay, umdrehen. Der Bote darf ich nicht bemerken, bevor ich nicht umgedreht bin. Okay, ich bin umgedreht. Und ready. Okay, der hatte... Ja, übertreib! Der macht einfach nur sofort am Arsch. Ja, gut. Das war wahrscheinlich einer von den Premis. So ein dickes Auto, wie der hat. Okay. Back to Mothership. Naja. Man konnte es ja mal versuchen. Ne? Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Nee, ich zeige euch noch. Ne, doch. Okay, das war's mit der ersten Folge RoboCraft.
Wir haben 198 plus 218 bekommen. Sind level up. Haben Amort. Amort Cube. Okay, wir müssen ganz kurz das Amort anschauen. Seht mich jetzt noch? Was bringt dieses Amort? Ah, ich habe den Amort und das ist der Level 2er. 163. 105. Ah, okay. Ich würde sagen, den kaufen wir uns in Massen im nächsten Part. In der nächsten Folge. Bis dahin schauen wir dieses schöne Autolay an. Dieser schöne Roboter. Ich kann ihn euch dann auch mal genauer zeigen. Auf jeden Fall, ciao.